So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! 6L World Duel Carnival. Im letzten Part, ja, ich habe keinen Schimmer, was wir da gemacht haben, weil der letzte Part irgendwie von mir vor 2,5, 3 Wochen aufgenommen wurde. Und ganz ehrlich, ich bin erst wieder so ein bisschen am Eingewöhnen wegen dieses Let's Play Dingsterbums. Und das ist schon ziemlich schwer, ja. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt 9.23 Uhr. Ich bin vor 10 Minuten aufgestanden, bin sowas von müde. Aber da ich dann 1,5 Wochen wieder Schule habe und davon irgendwie die Hälfte, also die Hälfte von diesen 1,5 Wochen irgendwie nicht kann, aus Gründen, die euch einen Scheißdreck jucken, muss ich jetzt ziemlich viel vorproduzieren und vor allem Yu-Gi-Oh! Weil ich möchte das Let's Play schon gerne noch in den Ferien beenden, also von den Aufnahmen her. Wäre so besser, aber dann werden hin und wieder halt noch so random Duelle kommen. Also, ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht. Maga, was ist denn los? Ach so, ich bin dran. Ich dachte, die wäre dran. Dachte ich wirklich? Lass mich. So, nö. Nö. Erleuchten. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, das ist halt. Das ist cool. Und wir machen das erstmal so. So, Endphase. Du bist dran. Du bist dran. Wieso kämpfe ich eigentlich gegen eine Katze? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das soll mir einer erklären. Oh nee, nicht Katzenwelt. Nicht gut. Nicht gut. 1200. Oh Gott, 2400. Ach du Scheiße, ey. Scheiß die Wand an. Da kommt hundertprozentig eine Xyz-Beschwörung. Hola, Signora. Ach du Kacke. 4000. Uiuiui. Das ist zu viel. That's too much for me. So, wir müssen irgendwie diese Katzenwelt oder was auch immer das ist da zerstören. Das kann nicht sein, dass ich jetzt deswegen verliere. Nee, schwerer Sturm. Komm, schwerer Sturm. Nee, das ist was anderes. Kein schwerer Sturm. Photonenzuflucht kann ich jetzt noch nicht. Scheiße! Matt, du bist so ein Troll, ey. Du bist ein richtiger Troll. So, erleuchten, setzen. Na, bringt mir nicht viel. Setzen. Obwohl. Na komm, scheiß drauf. Du bist dran, Nico. Miau. Mal gucken, was sie jetzt macht. Oh, ich bin echt richtig müde. Kein Scheiß. Ich bin richtig müde. Ja, und damit werde ich euch jetzt die ganze Zeit zutexten, dass ich müde bin. Nee, das Ding beim Yu-Gi-Oh! Let's Play ist, da kann man so richtig gechillt das Ganze machen. Bei Pokémon ist es ja wirklich so voll aufgedreht. Also hier von wegen like a Inscope, wisst ihr? Und beim Yu-Gi-Oh! Let's Play ist es einfach so chillig. Man kann seine Stimme einfach so ganz, ganz normal, sanft da lassen. Und, ja. Ist halt geil. So, gucken wir mal. Ja, klar möchte ich ein Monster speziell beschwören. Wie wär's mit Galaxie-Cut von deinem Deck hinzu, außer Galaxie-Zauber? Ja, das ist es. So. Null Attacker. Auch schön mit anzusehen. So, ich glaube, ich habe so etwas wie eine Taktik. Ich bin mir da aber nicht sicher. Was ist das denn? Diese Karte kann während der Endphase sehen. Was kann die Karte? Und so ein Monster der Stufe 1 als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Willst du mich verarschen? Was ist das denn jetzt gewesen? Entweder habe ich den Effekt nicht verstanden oder ich habe keine Ahnung. So, gucken wir erstmal. Und dann. Ach, klar. So, den haben wir jetzt erstmal. Und dann. Aktivieren wir Photonenzuflucht. So, die Karte erlaubt es mir erstmal, zwei Spielmarken mit jeweils 2000 ATK zu beschwören. So, Spezialbeschwörung: Galaxie-Augen-Photonenrache. Sag. Ohio! Ohio! Nein, das ging ein bisschen scheiße. So, warte mal, kann ich das aktivieren? Nö, kann ich nicht, aber Photonenkreise würde ich gerne noch verdeckt setzen. Obwohl.
Ne, warte mal, was habe ich jetzt alles verdeckt? Deklariert wählen das angreifende Monster, annullieren den Angriff. Okay. Ich könnte natürlich auch theoretisch selber angreifen. Aber davon bin ich kein Freund. Wenn es einem gegen den Kampf schaden, kann es eine Zauberkarte. Okay, das können wir eventuell gebrauchen. Aber sonst würde ich sagen, gehe ich auf Nummer sicher und beende. Theoretisch könnte ich das auch so machen. Verbanne. Spiel wieder zurück. Exit. Oder, nee, wisst ihr was? Wir machen das anders. No risk, no fun, bitch. So, angreifen und dann, ja, zeig Reue. Ja, klar, aktivieren. Ja, ja, klar, aktivieren. War schon richtig. Aber ich frag mich jetzt, wie lange das lädt. Hallo? Aus. Oh, ey, ich bin so ein Trotsch. So, aktivieren. So, beides wird jetzt entfernt. Und Main Phase 2. 4000, bitch. Mhm. So, und dann das ist noch verdeckt. Ist eigentlich unnötig, dass ich das verdeckt gesetzt habe, aber egal. Ist ja auch immerhin etwas. So, du bist dran. Das Gute ist, dass es jetzt schon 4000 sind. Das ist mega mäßig. So haben wir sogar eine kleine Chance zu gewinnen. Eine ganz, ganz kleine. Warte, eine Streunerkatze, Spezialbeschwörung, so lange diese Karte. Alter, lass mich doch mal den Effekt lesen. Nee, warte mal ganz kurz. Ich will den scheiß Effekt lesen. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und dann kannst du einen Monster von einem Frieden. Ja, okay. Wegen der Exis-Beschwörung machen. Wäre möglich. Bezweifle ich aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. LOL, Battle-Phase, ist es dein Ernst? Also, ist es dein Ernst? Warte mal. Die Olle greift ernsthaft meinen Photon-Dingster-Bums da an. Ja, ja, ist ja gut, greif an! Nö. Nee, das lasse ich nicht zu. Nein. Gut, die Karte ist zerstört. Ich muss mir den Effekt von diesen Streunerkatzen nochmal durchlesen. Ich habe jetzt irgendwie nicht kapiert, was sie wollen. Nein. So, ich bin dran. Ich ziehe. Gut, eigentlich ist es gut, dass wir jetzt noch zwei Photonenzuflucht haben. Deutsch. Aber erstmal das hier. Kann ein Gegner kein Monster als Angriffsziel wählen, außer diesem. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört. Oh, scheiße. Habe ich irgendwas, womit ich das zerstören kann? Erleuchten. Scheiße, ey. Ja, wir müssen warten. Wir haben keine andere Möglichkeit. Also auf dem Decktod will ich es jetzt nicht versuchen, hinauszuzögern. Was laber ich da? Also das darf kein Decktod-Duell sein, weil sonst bin ich am Arsch. Ich habe nur noch 29 Karten im Deck. Die hingegen hat ganze 31. Scheiße, ey. Scheiße. Wenn du dein Zug komm. Ich brauche irgendwas Nützliches. Was habe ich im Deck? Oh, mal überlegen. Was habe ich alles im Deck? Irgendwas, was mir weiterhelfen kann. Ja, die machen eine Exis-Beschwörung. So, was kommt jetzt? LOL. Was ist das denn? Einmal pro Spielzug kannst du die Kampf zerstört werden, während die Spielzeug. Blablabla. Effekt aktiviert wird. Die oder der diese auf der Karte als Ziel wählt. Warte mal. Einmal pro Spielzug, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn eine Karte Effekt aktiviert wird. Achso, das gilt nur, wenn man das als Ziel nimmt. Ja, okay, ist ja nicht so schlimm. Damit komme ich klar. Und die setzt noch ein Monster. Wir könnten. LOL. Ey, du bist ja Matsch. Aber ich habe Spawn. So, warte mal, ich kann jetzt auch das hier aktivieren, ne? Den Angriff.
Ich aktiviere Erleuchten. So. Nee, nichts hinzufügen. Obwohl, ich hätte noch Dings hinzufügen können. 8000, Bitch. Also, ich glaube, du bist am Arsch so ein bisschen, ne, Maga? Ich glaube, das wurde jetzt nicht wirklich was. Ich bin dran. Komm schon. Ich ziehe. So, ich überlege gerade. Galaxie-Expedition. Ey, das ist ja mal geil. Hola, Galaxie-Expedition. Nope. Was holen wir uns? Galaxie-Ritter, falls wir ein Photon. Bla 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 in der Friedhof, falls möglich. Yeah. Sollen wir Galaxie-Augen oder einen Ritter holen? Wir holen einfach mal Just for Fun einen Ritter. Eben weil wir es können. So, den können wir aber nicht in den Angriffsmodus tun, das ist das Problem. Egal. Wir machen das anders. Photon-Reizack und dann auf mein Monster. Genau. Battle-Phase. Ne, wir aktivieren den... Obwohl, ich könnte theoretisch den Effekt aktivieren, aber ich glaube, ich lasse es. Oder? Ich weiß es nicht. Egal, greifen wir erstmal an. Los, zerstör's. Nein, nicht aktivieren. Warte mal ganz kurz. Während deiner Main Phase, du kannst diese offene Karte von deinem Spielfeld auf die Hand zurück. Blablabla. Damage Step eines beliebigen Spielers, wenn ein Lichtmonster, das du kontrollierst, kämpft. Du kannst diese Karte von deiner Hand auf. Das müsste jetzt theoretisch klappen. Tschüss. 12.700. Gewonnen, Bitches! Hauptsache, ich vergesse den Effekt von aufrichtig, ja. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ja, geil. Wir haben gewonnen. Cool. Finde ich cool. Finde ich definitiv cool. 12.700. What the fuck? Scheiße, ey. Naja, Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dem Part von Yu-Gi-Oh! 6L World Duel Karneval. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann, geht's weiter mit den Duellen, ist klar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Matt. Peace.